dass ihr es hierher geschafft habt. Mit dem kleinen Terminproblemchen, dass es trotzdem geklappt hat. Wir sprechen heute über die Studie, die wir vor einem Jahr gestartet haben. Die ist Psychedelic Mind. Vielleicht hat mal jemand einen Link. Gibt es einen Vorhang oder auch auf der Webseite gesehen, gelesen. Und ja, was ist eigentlich das Ziel unserer Studie? Warum haben wir das gemacht? Wir haben uns viel unterhalten, viel gelesen und es war irgendwie immer so eine Ambivalenz. Ja, die einen sagen, es ist wurscht, welche Psychedelikum man nimmt. Die Erfahrungen sind mehr oder weniger dieselben, manche intensiver, andere weniger intensiv, aber im Prinzip kann man alle transpersonalen Erfahrungen mit dem Psychedelikum erreichen, wenn man so will. Und dann gab es welche, die sagen, nee, das ist total unterschiedlich, also ich habe da auch meine Lieblingssubstanz und über die geht nichts und nur mit der komme ich dort und dahin. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir uns näher anschauen. Es gibt ja auch sehr differenzierte physiologische Wirkungsprofile, aber wie schaut das denn mit psychologischen Wirkungsprofil aus? Da gibt es eigentlich recht wenig, weil man recht wenig Vergleichendes. Es gibt sehr viel über den Verlauf der psychedelischen Erfahrung, aber nicht so spezifisch für die unterschiedlichen Substanzen. Dann haben wir gesagt, das könnten wir uns doch anschauen. Und im Rahmen unseres Psychologiestudiums haben wir uns gedacht, schauen wir uns das also näher an. Es gab so eine ähnliche Studie, und zwar von Luke und Dennis. Und die haben eine Online-Studie gestartet und bei denen war es aber ein bisschen anders. Die haben gesagt, okay, wir untersuchen psychoaktive Substanzen allgemein und schauen mal, wie ist es denn mit paranormalen Phänomenen. Die haben sich jetzt nicht auf Psychedelika im Allgemeinen spezialisiert, sondern hatten auch Opiate dabei, Amphetamine, quasi alles. Und da zeigt sich im Vergleich zu anderen Substanzen, unterscheiden sich Psychedelika da ganz drastisch und vor allem in Bezug auf die transpersonalen Erfahrungen. Was das ist, hören wir dann noch mal. Ja, ich glaube schon einmal vor 30, 40 Jahren, ne, vielleicht sogar 50 Jahren, von Stanislav Grof, der ist sicher vielen von euch im Begriff. Er hat damals eben LSD-Studien gemacht mit verschiedenen Patienten mit unterschiedlichen psychischen Erkrankungen und hat die damals mit LSD behandelt. Und aufgrund der Sitzungen mit seinen Patienten hat er dann versucht, die Arten transpersonaler Erfahrungen, die auftreten. Eine transpersonale Erfahrung ist eine Erfahrung, da gibt es eben eine Ausdehnung und Erweiterung des Bewusstseins und Grof meint, dass es eben die Persönlichkeit übergreifende Erfahrungen sind, die andererseits auch wieder in der Lage sind, die Persönlichkeit dauerhaft zu verändern. Und er hat eben verschiedene Erfahrungen von Patienten versucht, in ein Kategorien-System zu bringen. Damals allerdings nur eben mit der Substanz LSD. Und da kamen ungefähr 20, 25 unterschiedliche Bereiche raus, deren eben vier Hauptkategorien. Der hat diese transpersonale Erfahrung, ist das Ende sozusagen von drei vorhergehenden Stufen. Es gibt zum einen mal die ästhetischen Effekte während einer psychedelischen Erfahrung, wo man sieht, dass die Wahrnehmung anders ist, Dinge anders aussehen und so weiter. Das Durchleben persönlicher Erfahrungen. Dann hat er eben damals noch diese Kategorie der pränatalen Erfahrungen gehabt und eben dann als Abschluss die transpersonalen Erfahrungen, wo verschiedene also Begegnungen mit Wesenheiten, Reisen durch die Zeit und solche Dinge eben mit gemeint sind. Und dabei, ich habe vorhin ein bisschen vorgegriffen aus Versehen, diese 20, 25 verschiedenen Arten von Erlebnissen hat er so grob mal vier Kategorien zugeordnet. Die ersten drei sind eben, betreffen die Erweiterung des Bewusstseins innerhalb des Rahmens der objektiven Realität, also Dinge, die man so auch wahrnimmt, dass sie sich auf eine gewisse Art und Weise verändern, wie zum Beispiel zeitliche Bewusstseinserweiterung, da gehören jetzt Ahnenerfahrungen, Zeitreisen, solche Dinge mit dazu, dann die räumliche Bewusstseinserweiterung,
wenn man mehr wahrnimmt, zum Beispiel man schaut die Sterne an und sieht die Systematik im Universum. Es gibt aber eine Bewusstseinsverengung, wenn man zum Beispiel auf seine Hand schaut und auf einmal die Zellen arbeiten sehen würde. Und dann gibt es eben noch die Erweiterung des Erfahrungsbereichs, der über den Rahmen der objektiven Realität hinausgeht. Also die Wahrnehmung von Dingen, die man normalerweise nicht wahrnimmt. Also Normalzustand. Wie eben die spiritistischen, medialen Erfahrungen, Bewusstsein eines universellen Geistes und solche Dinge. Genau. Und unser Studiendesign, ja, was war das Ziel? Erstmal aufzeigen, was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Substanzen und was sind die Gemeinsamkeiten der gängigsten psychedelischen Substanzen in Bezug auf diese transpersonalen Erfahrungen im Sinne eines psychologischen Wirkungsprofils. Ja, das war uns ein großes Anliegen. Die Substanzen, die wir verglichen haben, waren LSD, Psilocybin, Mescalin, DMT, Ayahuasca, Ibogain, MDMA und Cannabis. Jetzt werden sich manche wahrscheinlich fragen, warum Cannabis und MDMA da auch so dazu können. Wir haben es unterteilt in Major Psychedelics und eben die zwei Minor Psychedelics, MDMA und Cannabis. Cannabis haben wir vor allem deshalb dazu genommen, weil auch mit Cannabiskonsum, je nachdem wie man es konsumiert und wie hoch die Dosis ist, kann man auch transpersonale Erfahrungen hervorrufen. Und natürlich, es ist eine sehr gängige Substanz. Dann haben wir gesagt, gut, wir müssen auch noch rein. Und was ein weiteres Anliegen der Studie war, waren längerfristige Effekte in Bezug auf die Persönlichkeit. Kann sich Persönlichkeit durch diese Erfahrungen tatsächlich langfristig verändern oder geht es nicht? Wie man sagt immer, Persönlichkeit, das ist was sehr Stabiles, das ist sehr rigide, kommt nur schwer ran und nur sehr kleinschrittige Veränderungen sind dann möglich. Wie haben wir das gemacht? Wir haben eine internationale Online-Studie aufgebaut, also deutsche und englische Version, und es haben um die 30 unterschiedliche Nationen mitgemacht. Man muss dazu sagen, es ist natürlich retrospektiv, ja, was zu gewissen Verzerrungen führt. Es ist nicht auszumerzen, dieses Problem sozusagen. Und es geht um subjektive Erfahrungen. Genau, wie ging es weiter? Wir haben die Daten gesammelt und haben uns dann sowohl quantitativ als auch qualitativ verarbeitet. Wir hatten auch noch geschlossene Fragen mittels SPSS und Inhaltsanalyse. Also das ist jetzt so mein kleiner Überblick über unsere Stichprobe. Insgesamt haben mehr Leute mitgemacht, aber wir haben 879 geklinte Datensätze rausbekommen. Das Geschlecht sieht man, ist ein Bias hin zu männlichen, also 81% männlich, 17,9% weiblich. Ja, der kulturelle Hintergrund wurde schon erwähnt, es waren Leute aus verschiedenen Ländern, 30 verschiedene. Hier sieht man die Häufigkeitsverteilung. Die Erfahrungen mit Cannabis sind deutlich am häufigsten. Danach kommt hier MDMA. Erfahrungen mit LSD sind hier in lila zu sehen. Psilocybin in rot. Und für DMT, Ayahuasca und Mescalin hatten wir leider nicht so viele Antworten, aber doch schon, um einige Aussagen treffen zu können. Was das Bildungsniveau angeht, haben die meisten entweder Abitur oder Hochschulabschluss gehabt. 357 Personen insgesamt. Mein Baby sozusagen bei dieser Studie war eben das Wirkungsprofil zu erstellen. Und da ging es eben darum, okay, wie machen wir das? Wir haben die Kategorisierung nach Groff verwendet, haben die in den Fragebogen eingebaut und haben spezifisch bei jeder Substanz gefragt, haben sie die konsumiert, ja oder nein. Wenn es hieß, ja, die habe ich konsumiert, dann kam der Fragebogen mit der Kategorisierung nach Groff. Es wurde jedes Ereignis abgefragt, hatten sie schon mal also spirituelle Erfahrungen, mystische Erlebnisse, und auch hier wurde ihre nur waren die Antwortmöglichkeiten ja oder nein.
so ging es durch. Und man muss dazu sagen, je häufiger die Erfahrungen waren, desto länger war auch der Fragebogen. Ja. Deshalb ist die Zahl der gekriegten Datensätze auch wesentlich kleiner als der Gesamtdatensatz, weil mitgemacht haben eigentlich 2400 Probanden, aber da gab es halt auch viele Abbrecher zwischendurch, weil es doch sehr zeitintensiv war. Und danach gingen die Daten in der Clusteranalyse ein. Und dadurch entstand ein neues Kategoriensystem, wenn man so will. Wir haben nämlich die 30 Erfahrungen oder diese Typen der Erfahrungen in 8 verschiedene Cluster geteilt. Das wären dann Identifikation, da zählen so Sachen wie ich habe mich verbunden gefühlt oder konnte mich identifizieren mit anderen Personen, mit Pflanzen, mit Tieren, mit größeren Gruppen. Dann eben Mikrokosmos, das waren eben diese, auch dieser Zellbereich, ja, und Erfahrungen der Vergangenheit, da gehört rein Ahnenerfahrungen und auch über die eigenen Ahnen hinweg, also menschheitsgeschichtlich gesehen. Ja. Genau. Dann Kontakt mit Wesenheiten, Reisen im außerirdischen und irdischen Raum. Erfahrungen der Transzendenz und übersinnliche Fähigkeiten, also Telepathie und diese ganzen Sachen. Und hier mal ein Ausschnitt. Ich habe da den Cluster Begegnungen mit Wesenheiten gewählt, weil der einfach was ganz was Schönes zeigt, nämlich ein relativ durchgehendes Muster. Hier sieht man die Häufigkeiten, also grün ist immer gering, rot ist das höchste und gelb ist so mittendrin. Und da zeigt sich, also über den gesamten Datensatz hinweg, dass die intensivsten Erfahrungen eigentlich immer mit DMT und Ayahuasca in Verbindung standen. Und man sieht jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Cluster Begegnungen mit Wesenheiten, dass es halt wesentlich häufiger bei DMT und Ayahuasca vorkam, als bei den anderen Substanzen. Und man sieht halt, Cannabis gab es auch, aber war halt wesentlich geringer. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, warum brauchen wir das? Warum wollen wir wissen, wie dieses Wirkungsspektrum ausschaut? Zum einen kann man da sehen, ja, die Aussage, irgendwie können alle Substanzen alles auslösen, stimmt schon. Ja, aber es liegt an der Häufigkeit. Es gibt Substanzen, die sagen, okay, da komme ich eher an den Punkt, wie zum Beispiel Götter oder Gottheiten begegnen zu können. Das geht mit DMT und Ayahuasca laut unseren Probanden häufiger. Und da war natürlich die Frage, warum brauchen wir das? Einerseits für die therapeutische Arbeit. Je besser ich das Wirkungsspektrum einer Substanz kenne, desto gezielter kann ich sie einsetzen. Wie wir heute gehört haben, MDMA für Paartherapie, weil das einfach die Empathie fördert. LSD fördert auch sehr stark die Empathie. Das zeigen auch unsere Daten. Und andererseits auch im Hinblick auf die Prävention. Wie das so ist, jeder probiert mal irgendwas aus. Man weiß nicht genau, worauf man sich einlässt. Es kann zu negativen Erfahrungen kommen. Man ist ängstlich, man kennt sich nicht aus. Und je genauer man so überblicksmäßig halt sagen kann, okay, stell dich mal auf diese und jene Erfahrungen ein, das beruhigt, macht die Prävention leichter. Ein weiterer Aspekt, den wir uns angeschaut haben, waren die überdauernden Effekte, die eben solche transpersonalen Erfahrungen haben können. Im Folgenden ist das jetzt exemplarisch dargestellt für die Substanzen LSD und Psilocybin. Die weiteren Analysen werden hoffentlich bald folgen. Ja, wir wissen schon, also es ist ja relativ bekannt, dass mystische oder transpersonale Erfahrungen mit überdauernden Effekten der Persönlichkeitsveränderung oder der Lebenseinstellung oder verschiedenen Aspekten eben im Zusammenhang stehen. Es gab zum Beispiel auch Psilocybin-Forschung an der Johns Hopkins Universität, wo die Scores, was die Leute auf der Skala Mystizismus, also wie mystisch war eine Erfahrung, also die Höhe, was die Leute da erreicht haben,
konnte, stand im direkten Zusammenhang mit dem persönlichen Wohlbefinden, der Zufriedenheit mit dem Leben und Verhaltensänderungen hin zum Positiven. Und interessant war auch, dass es nicht nur nach einem Monat, sondern sogar nach über einem Jahr Follow-up, nach 14 Monaten konnten die Effekte immer noch nachgewiesen werden. Es waren mehrere Studien, die da gemacht wurden, haben eben wieder mit Ihnen, Johnson und Griffiths herausgefunden, dass die eben auch zu einer dauerhaften Veränderung der Persönlichkeit führen, und zwar sogar bei Erwachsenen. Es gibt ja einige, die der Meinung waren vorher, dass im Erwachsenenalter die Persönlichkeit schon fertig gebaut wäre. Andere sind der Meinung, sie entwickelt sich ein ganzes Leben lang. Die Ergebnisse hier deuten eher auf Letzteres hin. Aber ja, was interessant ist, ist auch, welcher Art sind diese bleibenden Erfahrungen? Genau, was erleben die Leute da so oder wie nehmen die Leute das für sich selber wahr? Genau, und die psychedelischen Erfahrungen, die wollten wir heute mal eingliedern. Welche Bereiche sind denn das, die ansprechen? Zum einen haben wir unsere Probanden gefragt, wie schaut es aus in Bezug auf den Alltag? Gibt es da längerfristige Veränderungen, wie ihr euren Alltag gestaltet, wie ihr lebt? Dann in Bezug auf Selbstwahrnehmung, hat sich da was verändert? Und auch in Bezug auf das soziale Umfeld, suchen sich andere Leute aus als früher? Ja? Tendiert man zu was anderem als früher? Wie schaut es aus mit Naturwahrnehmung? Wir haben auch berichtet, Naturschutz wurde ihnen wichtiger. Ja? Gibt es auch veränderte Wahrnehmung in Bezug auf die Kunst? Und wenn ja, auf welche Weise hat sich das verändert? Ja, wir haben dann den Probanden relativ freien Raum gelassen, um auch darüber zu schreiben, ihre Erlebnisse und was für sie halt jeweils von Bedeutung war, und haben dann eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Eben, wie vorhin schon angesprochen, sind jetzt nur die Ergebnisse für LSD und Psilocybin da. Wir haben die zusammen ausgewertet, weil auf der einen Seite gibt es ein ähnliches Spektrum an den transpersonalen Erfahrungen, was auch in den quantitativen Daten sehr deutlich zum Vorschein gekommen ist. Dann haben die Probanden, die mit beiden Substanzen bereits Erfahrungen gehabt haben, öfter eben darauf hingewiesen, dass die Ähnlichkeiten groß waren. Und wenn man sich anschaut, die Indikationsfelder beider Substanzen in der Psychotherapie sind sich auch recht ähnlich. Der erste Punkt, den wir eben befragt haben und wo auch am meisten Veränderungen deutlich wurden, war eben die Wahrnehmung des Alltags. 36% der Leute, die was in dem Bereich geantwortet haben, spielten auf das Erkennen von Schönheit und Zusammenhängen an. Also Schönheit von alltäglichen Dingen, wie Dinge miteinander zusammenhängen, Erkenntnisse, die ihnen vorher einfach nicht bewusst geworden waren. 30% berichten von einer intensivierten Wahrnehmung und Bewusstheit. Genau. I'm more present and aware of everyday sensory stimuli and have a greater appreciation for it all. Das sieht man ganz deutlich. Auch das alltägliche Leben wird einfach intensiver und bewusster erlebt. Dann 18% berichten von einer bleibenden Verbundenheit. Und 15% schildern den Perspektivenwechsel, den sie dadurch erfahren haben. Wir haben jetzt nur ein paar wörtliche Zitate reingenommen, aufgrund von Zeitgründen. Der nächste Punkt war eben, der nächsthäufigsten erwähnte Punkt, waren die persistierenden Effekte auf die Selbstwahrnehmung. Fast die Hälfte, 46%, berichten, dass sie eine persönliche Entwicklung durchgemacht haben. 34% sprechen von Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, dass eben der Prozess über sich nachzudenken und Erkenntnisse zu haben, da immens angeregt wurde. Und 21% berichten davon, dass sie sich selber besser akzeptieren können, mehr Selbstbewusstsein haben und dass das ihnen nach der Erfahrung geblieben war. Ja, also auch auf die Wahrnehmung der Natur gab es Effekte. Ebenso ähnlich wie beim Alltag ist auch bei der Naturerkenntnis die Schönheit und die Zusammenhänge der Dinge sehr relevant. Die Verbundenheit zu der Natur wird auch 36% erwähnt. Und auch einige haben darüber berichtet, dass sie jetzt dauerhaft mehr Umweltbewusstsein haben und sich aktiver für den Naturschutz engagieren.
I became more interested in change for a greener planet. I became more conscious not to litter and not to make an effort to recycle. I have been interested in plant intelligence ever since my mind was opened. Auch ein sehr interessanter Punkt. Die Seele der Pflanze wird ja auch irgendwie angesprochen und erst durch den Konsum hat sich da ein neues Interessensgebiet, nennen wir es mal so, eröffnet. Ja, eben auch auf das soziale Umfeld sind da einige Effekte zu berichten. Die Leute erzählen davon, dass sie die menschliche Natur besser verstehen, besser auch die Antriebsgründe ihres Gegenübers wahrnehmen können, und das wirkt sich natürlich auch auf die Wahl von Freundschaften aus. Wie da auch berichtet wird, der Fokus ist ein anderer. Es gibt Freunde, die sind mir wichtig, die will ich behalten. Und es gibt Leute, die brauche ich einfach nicht in meinem Leben, die tun mir nicht gut. Und auch das zu erkennen, ist für das Wohlbefinden, für das allgemeine Wohlbefinden, einfach notwendig. Und einer meiner liebsten Sätze ist einfach Idiots Rejected. Ich finde das eine ganz tolle Aussage. Empathie und Sympathie für andere Menschen scheinen auch dauerhaft gestiegen zu sein. Das soziale Verhalten hat sich geändert und die Akzeptanz anderer ist so wie die Akzeptanz des Selbst hat eben auch zugenommen bei einigen Personen. Und was auch oft zur Folge, eine Folge ist, ist eine kritischere Betrachtung der Gesellschaft. Man nimmt es nicht einfach so hin, die Dinge so wie die sind, sondern fängt auch an, mehr zu hinterfragen. Wo lebe ich eigentlich und warum? Ja, also persistierende Effekte auf die Wahrnehmung von Kunst. Ja, das Erleben von Kunst berichten 40%, dass sich bei ihnen dauerhaft verändert hat. Über 30% auch das Verstehen von Kunst. Also viele schreiben dann auch, dass Dinge für sie jetzt auf einmal Kunst sind, die vorher gar nicht Kunst waren. Zum Beispiel eine bestimmte Tätigkeit, etwas zu erfinden, was früher eher technisch gesehen wurde, wird jetzt auch als eine Kunst erkannt von den Leuten. Und generell berichten die Leute auch, dass sie mehr Interesse haben an der Kunst und an selber kreativ zu arbeiten. Also sowohl rezeptiv als auch aktiv sich an der Kunst zu beteiligen. Es gab auch übergreifende Veränderungen, die haben wir jetzt hier so kurz zusammengefasst, weil die einfach sehr häufig erwähnt wurden, obwohl nicht direkt jetzt danach gefragt wurde, und die eben alle Bereiche, die wir vorher erwähnt haben, betreffen, den Alltag, das Selbst, das soziale Umfeld, Kunst, Natur. Und zwar haben sehr viele Leute berichtet von einer Steigerung positiver Gefühle, die dann auch eben geblieben ist, und vom Erkenntnis von Spiritualität, dass sie jetzt spiritueller sind, sich mehr für solche Themen interessieren. Negativ wahrgenommene Effekte sind sehr wenig geworden. Das lag wahrscheinlich auch am Design des Fragebogens. Und dass, wenn jemand negative Effekte schon verspürt hat, wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so motiviert ist, dann einen 30-seitigen Fragebogen auszufüllen. Das muss man natürlich auch erwähnen, weil, wie die Tamara vorhin schon gesagt hat, das Ding war ziemlich lang, und wenn jemand viel Erfahrung hatte, konnte das schon so auf 40, 50 Seiten kommen. Bei manchen Leuten, oder wenn man auch viel zu erzählen hatte. Manche Leute schreiben ja gern mehr und erklären es genauer. Aber jetzt bei der Stichprobe haben nur 0,06% von negativ wahrgenommenen Effekten berichtet. Es gab allerdings welche, die natürlich gesagt haben, dass am Anfang die Erfahrungen schwierig waren und dass es aber nach der Integration praktisch sich dauerhaft verändert hat. Wobei man dazu auch noch sagen kann, dass diejenigen, die wirklich nur negative Erlebnisse berichtet haben, eine sehr geringe Konsumhäufigkeit hatten. Das heißt, ich hatte vielleicht ein oder zwei Erfahrungen, mehr nicht. Und alle die sagen, ja, es war schwierig, aber es hat mir ganz viel gebracht, das waren diejenigen, die sich trotz schwieriger Erfahrungen nochmal drüber getraut haben und das nochmal versucht haben. Und auch längerfristig erkannt haben, dass sich auch bei einer schwierigen Erfahrung sehr viel Positives ergeben kann. Ja? Ganz kurz noch, also bezieht sich nur auf die Erlebnisse selber oder sozusagen, was sie daraus, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch im Hinterkopf habt oder überhaupt,
ob sich das noch darauf bezieht, was Sie sozusagen ein Negatives daraus mitgenommen haben. Ja, also es geht jetzt bei dem Punkt geht es darum, ob die überdauernd gewesen sind. Nicht jetzt negative Erfahrungen, die nur jetzt in dem Moment waren oder mal schnell überbrückt wurden, sondern wirklich dauerhaft, dass jemand jetzt sagt, okay, mir ging es danach noch monatelang schlecht oder. Aber da fehlt es nicht ein Beispiel, was Sie gesagt haben, zum Beispiel was. Eins Beispiel hätte ich, und zwar ging es da um Cannabiskonsum. Okay. Und die Person hat damals geschildert, also Zunahme von Ängsten, auch soziale Ängste, wobei man natürlich auch immer sagen muss, das war vielleicht ein Henne-Ei-Problem, was war vorher da. Und wie wir auch heute gehört haben, wenn man sich auch mit Cannabis, eine höhere Dosis Cannabis in so eine Erfahrung begibt, sollte man halbwegs stabil sein. Ja. Und viele machen das eben nicht. Gerade der Cannabiskonsum ist bei ganz vielen einfach zum Dämpfen. Dass aber da auch Dinge hochkommen können, die problematisch werden können, wenn sie nicht bearbeitet und integriert werden, ist vielen einfach nicht bewusst. Deshalb ist auch die Prävention so wichtig, um das einfach mal zu klären. Ja, okay. Ich glaube, da war noch eine Frage. Ich habe zwei Fragen. Und zwar einmal, also die Stichprobe waren irgendwie 800 irgendwas Leute, die ihr verwerten konntet. Und warum sind die Quotes immer auf Englisch? War das eine englische Stichprobe? Habt ihr irgendwas verpasst am Anfang? Kann es sein? Das war beides gemischt. Das war Englisch und. Also die Frage genau, genau. Und wie habt ihr da festgestellt, ob die Leute gesund sind? Gar nicht. Eben nicht, da ging es in dem Fall um den rekreationellen Gebrauch. Okay. Es ging rein um den rekreationellen Gebrauch. Und das Beispiel, das ich eben brachte, der Proband oder die Probandin hat das sehr ausführlich geschildert, wie die Lebenssituation ist und wie sie vorher war und dass die jetzt nicht unbedingt dadurch verbessert, sondern vielleicht sogar negativ beeinflusst wurde. Also ja, wie schon eine Grenze wurde jetzt bereits erwähnt, man kann natürlich die Stichprobe schwer kontrollieren, wer ist es genau, der antwortet, dass ja natürlich eine Online-Umfrage war. Ebenso ist es so, dass die Angaben subjektiv natürlich sind und auch retrospektiv, was halt zwei Aspekte dann noch wichtig erscheinen lässt. Zum einen, dass es nicht einfach zu generalisieren ist auf die Allgemeinheit. Zum anderen aber auch, dass durch die retrospektive Angabe natürlich auch Erinnerungsverzerrungen auftreten können über jeden Menschen. Des Weiteren haben wir natürlich auch nicht gewusst, wie die Dosierung genau war in den jeweiligen Fällen oder die Reinheit der Substanz. Wir haben ganz klar einen Weird People Bias, Western Educated Industrialized Rich and Democratic. Weil die meisten Leute, die sonst eben solche Erfahrungen machen, vielleicht jetzt nicht den Tag über am Computer sitzen und sich die Zeit nehmen, auch lange Fragebogen auszuführen. Natürlich auch nur Internetbenutzer, weil wir hatten eben keine Papierform, sondern es ist alles online gelaufen. Was natürlich auch wieder die Generalisierbarkeit einschränkt, weil es ja nur eine bestimmte Gruppe von Leuten ist. Ja, was ja auch bereits mehrfach erwähnt wurde, der Fragebogen war sehr zeitintensiv. Also wir hatten manche Probanden, die da 40 Seiten oder sowas vollgeschrieben hatten. Und was natürlich dann auch zu hohen Abbrecherquote dann geführt hat bei manchen, die dann vielleicht mehr Erfahrungen hatten und nicht mehr so die Geduld oder einfach keinen Bock mehr weiterzuschreiben. Kurzzeitgedächtnis war eingeschränkt. Ja. Also man konnte auch nicht unterbrechen. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, jetzt kein Bock, ich mache morgen weiter. Nee, das ging nicht. Echt? Das war das, Nächstes Mal würden wir das wahrscheinlich besser machen. wir haben auch natürlich, wie vorher schon erwähnt, den Academic Bias, weil die meisten Leute eben höhere Schulbildung hatten, was natürlich vielleicht auch einen Einfluss haben kann. Was halt aber gut war, ist, dass wir eine ziemlich große Stichprobe erreicht haben von einer Population, die normalerweise nicht so leicht zugänglich ist. Also, und wollen wir eben auch was man auch noch sagen muss, dadurch, dass das Internet so allgemein war, hat sich natürlich unser Altersbereich auch eingeschränkt. Das heißt, die meisten waren zwischen 20 und 35 oder 36. Wir hatten aber auch, Gott sei Dank, ein paar Teilnehmer über 70. Das war auch ganz interessant. Aber dieser Sektor, gerade der älteren Konsumenten, der ist uns da leider ein bisschen abhanden gekommen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die vielleicht nicht so viel Zeit haben, Computer zu bringen. Ja, wie geht's weiter?
es wäre natürlich schön, wenn wir die anderen qualitativen Daten auch noch auswerten könnten. Das ist einfach sehr viel Zeit beansprucht, aber es wäre einfach noch einmal eine Zusatzinformation zu diesem Wirkungsspektrum. Und was wir gerne machen würden, ist auch within subject. Ja? Wie erleben die Patienten das, oder Probanden, Entschuldigung, Arbeitsversprecher, wie erleben die das, wenn man denen jetzt die Substanzen, also dass man die das besser differenzieren lässt, die einzelnen Erfahrungen, was natürlich einfach schwer ist, dadurch, dass es retrospektiv ist. Muss man Gabe, Fragebogen. Und das ja, wir können ja die Daten ja schon auch analysieren, die wir jetzt da haben, aber das ist einfach so eine Zeitmanagement-Frage jetzt. Es gab ja einige Probanden, die halt auf mehrere Substanzen auch geantwortet haben und da wäre es ja schon interessant, womit oder genau die Unterschiede rauszugreifen können. Genau. Genau, was man sich natürlich auch anschauen kann, ob es bestimmte transpersonale Erfahrungen gibt, die mit bestimmten überdauernden Effekten im Zusammenhang stehen, weil das wäre ja auch sehr interessant. Soll es noch Vorschläge, Anregungen eurerseits geben? Ich bin mir sehr dankbar dafür. Vielleicht nochmal eine Frage. Habt ihr Fragen zum groben Setting eigentlich gestellt? Nee. Weil ich kann mir vorstellen, dass Ayahuasca halt einfach ganz anders konsumiert wird. In ganz anderen Situationen. Man kann es ja zum Beispiel grob einteilen in Festival-Konsumenten zum Beispiel und die erstmal untereinander vergleichen, weil ich finde, das ist schon ziemlich wichtig, den Einfluss vom Setting auf den Trip irgendwie. Was man eben für transpersonale Erfahrungen da macht. Das so zu unterscheiden, finde ich eigentlich ziemlich schwierig. Eben einen typischen Festivalgänger, der vielleicht auch noch, weiß ich nicht, MDMA und andere Sachen möchte, jemanden, der in einer kleinen Gruppe weit außerhalb Ayahuasca genommen hat, um das dann zu unterscheiden. Klar, einerseits ist es schwierig. Wir haben viele dieser Fragen, gerade zur Dosierung, zur Reinheit, zum Setting, einfach nicht mehr gestellt, weil der Fragebogen ohnehin schon so lang war. Und zweitens, was wir schon gestellt haben, ist die Frage nach der Häufigkeit. Die Häufigkeit der Erfahrungen. Und da wurde ganz klar, dass die relativ gering sind. Ja? Da gibt es eine kleine Anzahl. Das heißt, es sind keine permanenten Partygeher, die jedes Wochenende oder alle zwei Wochen konsumieren. Also das war ganz klar ersichtlich aus dem Alter der Probanden in Relation zu der Häufigkeit der Erfahrungen. Aber man könnte ja trotzdem so einzelne Erfahrungen eben unterscheiden, zwischen habe ich das alleine oder zu zweit gemacht oder eben in einer großen Gruppe. Bei der Stichprobe können wir das jetzt nicht unterscheiden, ja, weil wir das gar nicht so erhoben haben. Aber davor haben wir mal so eine Interviewstudie gemacht, wo es genau um Komponenten des Settings gegangen ist und wie sich die auf die psychedelische Erfahrung auswirken können. Da waren so soziales Umfeld, Lichtverhältnisse, Geräusche, Aufenthaltsort, da hatten wir das ein bisschen aufgeschlüsselt. Bei dem haben wir leider jetzt die Daten nicht, aber es bestimmt, das wäre schon sehr interessant, weil das ist ja ein wesentlicher Punkt. Gerade bei den transpersonalen Erfahrungen eben, ob ich jetzt was Öffentliches sehe oder nicht, ob das meine nächste. Zu der Häufigkeit liegende Frage, inwiefern hat man da sich Gedanken darüber gemacht, dass halt die Angaben von den Leuten ja auch schon dadurch einen Bias enthalten, dass man halt vielleicht nicht irgendwie als krasser Kiffer oder krasser Partygänger dastehen wollte. Das ist ja ein sozialer Effekt. Wenn es natürlich irgendwie anonymisiert ist und so weiter, gibt es noch ein bisschen mehr her. Aber im Normalfall würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich kiffe jeden Tag und dann nehme ich halt auch noch irgendwie am Wochenende MDMA und dann halt LSD auch irgendwie jeden Monat mal und will das aber vielleicht nicht unbedingt so kommunizieren. Da ist ja quasi auch schon direkt, also ein indirekter Bias da drin, dass man sich jetzt nicht so als Extremkonsument vielleicht preisgeben will, selbst wenn es anonym ist. Das muss man ja auch irgendwie mit. Das stimmt. Also, was uns ganz wichtig war, ist, dass wir das so anonym wie möglich halten. Das heißt, wir haben Alter in Intervallen abgefragt, Häufigkeiten in Intervallen abgefragt, in relativ engen Intervallen. Okay. So, 5 bis 10 Erfahrungen, so haben wir es gestückelt. Einfach auch, um die Anonymität zu garantieren. Das war uns ganz wichtig. Und natürlich muss man sagen, viele haben auch sicher einen Teil ihrer Erfahrungen vergessen mit einzukalkulieren. Und das ist halt das Problem einer retrospektiven Studie. Lässt sich leider nicht aufmerzen, aber ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Ja, ich meine, das ist ja die Möglichkeit, die man hat, wenn, so wie du vorhin gesagt hast, ist ja so, dass man quasi so eine komplett operationalisierte, methodisch durchgeplante Studie machen kann, weil die Substanzen illegal sind.
Also man kann ja nicht sagen, wir gehen jetzt ein bisschen NSB, dann sagst du uns, wie es war und so weiter. Das ist ja Was halt auch noch ein Punkt ist, der vielleicht dem Bias ein bisschen entgegengewirkt hat, dass der Link ja auch in Foren oder Seiten von Maps und so verbreitet wurde, wo die Leute ja schon eher also kein jetzt so negatives Bild davon haben. Was denen dann natürlich wieder entgegnet, was natürlich wieder andere Nachteile bringt, aber was soll man machen, ist das mit den Studien. Genau, zur Diskussion. Ja, was bietet uns das? Nützliche Informationen für weitere klinische Studien, für die therapeutische Arbeit und für die Prävention. Und es gibt eben auch zu bestehenden Studien einfach nur mal so eine zusätzliche Information, in welchem Licht könnte ich denn das noch sehen. Und auch ganz interessant, es gibt immer wieder Parallelen zu Mindfulness und zur positiven Psychologie. Es wird immer wieder in den qualitativen Daten erwähnt. Das wäre einfach nur ein großer Bereich, wo man noch genau nachhaken könnte. Ja, das ist auch sehr interessant, dass Leute, die anscheinend vorher jetzt nicht unbedingt diese Konzepte standardmäßig verwenden, die haben es natürlich jetzt nicht Mindfulness oder Positive Psychology oder so genannt, das ist klar. Aber wenn man so die Schilderungen sich durchliest, sind da erstaunlich viele Dinge zu erkennen, als würde das teilweise aus den Manuals kommen, der Leute, die diese anderen therapeutischen Verfahren entwickelt haben. Also es war schon verwunderlich und das wollen wir uns auch noch genauer anschauen in Zukunft. Und was halt wirklich der beeindruckendste Punkt eigentlich war, dass diese Effekte so langfristig waren. Und vor allem Sachen wie Verbundenheit, Umweltbewusstsein, gut zu leben und im Einklang mit der Natur und der Umwelt. Also das war so, das kam immer, das kam von, glaube ich, 90% der Probanden circa. Und das finde ich was sehr Erstaunliches und auch was sehr Schönes. Gibt es von dir noch was? Nee, dabei nicht. Gibt es noch Fragen? Wir wären es bald. Wann würde ich das publizieren? Wenn die Zeit bleibt zwischen Arbeit und Weiterbildung. Das wäre schon wichtig, dass ich das. Tust du uns reviewen dann? Gerne. Super, danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank.